Grüezi miteinander. Es ist wieder Zeit für Paz Musik. Ich begrüße Sie vom Eckli, hoch über Appenzell, ganz in der Nähe von meinen Lieblingsbergen. In der heutigen Sendung geht es aber nicht um Wandern oder schöne Aussicht, sondern um Musik, um die besten Nachwuchstalente, Gewinner vom Folklore-Nachwuchswettbewerb, zum Beispiel in der Kategorie Alphorn, Instrumental oder im Jodel. Die sind heute da. Ein Teil für ihren Gewinn ist eine eigene Sendung, die wir heute geniessen. Und die erste Formation, die hat schon Luft geholt. Das Einzige, was noch fehlt, sind sie. Der musikalische Auftakt Black Mountain Hörner vom Schwarzenberg im Kanton Luzern, Regina Felder und der Silvan Rüssli. Danke vielmals für die Musik. Ich tue mich, wenn ich euch hier sehe, spielen, gerade ein bisschen erinnern an den Folklore-Nachwuchswettbewerb, den ihr in der Kategorie Alphorn gewonnen habt. Und wenn ich im Publikum gehockt bin und eure Musik gehört habe, am Schluss auf allen Siegerinnen und Sieger die Freude gespürt habe, dann war das eine richtige Kilbe. Wir sind einfach da hingekommen und das Beste gegeben. Ja. Jetzt haben wir gewonnen. Herzliche Gratulation, Silvan, Regina, zu dem grossen Erfolg. Ihr seid jetzt 18 und 16, ihr spielt schon seit etwa 8 Jahren Alphorn. Wenn man da zurückrechnet, habt ihr ja relativ früh angefangen. Wie früh kann man denn loslassen mit dem Alphorn? Ja, ein bestimmtes Alter gibt es eigentlich nicht, aber sagen, so ab der 2., 3. Klasse. Ich habe jetzt in der 3. Klasse angefangen und so ab der würde ich sagen. Man muss jetzt erst auch genug Luft haben, dass man den Ton rausbringt. Und viel früher, glaube ich, wird es eher schwierig, aber
wenn es jemand reinbringt, kann man schon früher anfangen. Regina, wenn du zurückdenkst an das Finale, wo ihr hier zu Unterägeri auftreten sind, welche Erinnerungen hast du an den Erfolg? Also ich habe sehr schöne Erinnerungen, weil es ist, etwas war, was ich persönlich jetzt erreichen wollte. Und um all den Menschen zu zeigen, dass man ja, gut vor Leuten spielen kann und auch den Mut fassen kann. Ja, und nachher mit dem ganzen Applaus und auch der schönen Kristall war sehr schön. Und jetzt hast du es schon angesprochen, es hat unter anderem einen Kristall für die Gewinnerformationen. Bei einem Duo könnte ich mir vorstellen, ist das noch schwierig. Habt ihr den in der Mitte abeinander gesägt oder wo ist der Kristall jetzt? Aktuell ist er beim Silvan daheim, aber wir wechseln ihn immer wieder ein paar Monate wechseln. So gut. Und wenn man jetzt so eine Laufbahn hätte, haben auch schon mal in Pots Musik gespielt und daneben schon mal mitgemacht, zweiter Rang, jetzt der erste Platz. Was habt ihr da im Leben und in der Musik noch für Ziel? Ja, unser Ziel ist sicher, weiterhin Musik zu machen und den Leuten Freude zu machen mit unserem Alphorn. Und jetzt auch mit den jungen Alphornbläsern vom Schwarzenberg. Mit denen zusammen ein bisschen spielen und ihnen das zeigen. Und ein bisschen nachnehmen, ja. Und ich sehe, sind beruflich beide auch so ein bisschen Gas geben in der letzten Runde von einem grossen Ziel. Was steht dort da? Ja, ich bin jetzt im letzten Lehrjahr als Landmaschinenmech und schließe den nächsten Sommer meine Lehre ab. Wie geht es bei dir weiter? Also ich bin aktuell in der Kante im letzten Jahr und schließe das jetzt ab. Nachher wollte ich gerne ein Zwischenjahr, um ein bisschen Sprachenlehre zu machen. Und nachher habe ich mir überlegt, etwas in Studienrichtung Anwältin zu machen. So. Steht noch etwas bevor. Und den Abschluss macht ihr dann auch in der Sendung. Ich freue mich, wenn ihr dann nachher nochmal für uns spielt. Danke vielmals. Danke. Und hier am Tisch sind auch Gastgeber vom Eckli, Marcel Brüllisauer, Maria Koch. Danke vielmals, dass wir bei euch oben dürfen sein und die Sendung machen. Ein Ort mit einer wunderschönen Aussicht über Appenzell in Alpstein. Aber Maria, du als Gastgeberin hast vielleicht noch andere Gründe, wieso dass man hier hinkommen könnte? Ja, dass man hier zu uns essen könnte. Ich koche. Also Kochen ist mein Beruf und Backen ist mein Hobby. Und vor allem ist es auch schön, dass man unsere Tiere vom Betrieb selber verwerten hier in der Küche. Und du hast dein Töchterli, Romina, mit Pfiffi im Arm. Ist sie auch schon am Helfen? Kochen, Romina. Manchmal. Der Papa ist ein Musikant. Den habe ich auch schon ein paar Mal als Musikant bei uns in der Sendung begrüßt mit der Kapelle Enzian. Was hast du Gefühl, dein Töchterli könnte mal eine Musikantin geben, Marcel? Du, es soll immer ehren, was sie will. Wenn sie will, das ist selbstverständlich ganz gerne lernen. Wie sieht es aus mit Musik im Eckli? Ja, wir sind dann halt alle ein bisschen dran. Wir hatten verschiedene Anlässe gehabt, mit verschiedenen Formationen, ein bisschen verschiedene Musikstile. Und da werden wir auch weiterhin so beibehalten. Ich hoffe, dass ich auch mal hören kann. Danke vielmals für die Gastfreundschaft. Und wir machen jetzt auch weiter mit Musik mit der nächsten Gewinnerformation vom Folklore-Nachwuchswettbewerb. In der Kategorie Instrumental haben die Hütte Höckler von Dübach im Kanton St. Gallen gewonnen. Und bevor sie spielen, lernen wir zuerst einen von diesen drei Musikanten mit seinem zweiten grossen Hobby kennen. Das Einachsenrennen am Seerücken. Das ist eines von etwa 12 Plauschrennen, die jedes Jahr überall in der Schweiz stattfinden. Und da, in der Nähe vom Bodensee, werden über 100 von diesen weiterentwickelten Motormeier auf die Spitze getrieben. Einer davon gehört zum Adrian von den Hüttenhöckler. Ein guter Einachser macht sicher Geschwindigkeit aus. Dann ganz wichtig ist natürlich auch der Sound. Ohne Sound hast du einfach Musik in den Ohren. Und natürlich, wenn er auch noch ein bisschen aussieht. So wie er jetzt hier fertig steht, sind es etwa 600 bis 800 Stunden, die wir, jetzt so, oder wo wir investiert haben in den Einachser. Als moralische Unterstützung sind an dem Rennen auch seine Musikkollegen, der Armin und der Kurdin, dabei. Wir sind hier schon voll dran. Hoi. Hoi, Kurdin. Also ich finde es mega schön, dass die Kollegen gekommen sind, schauen. Ich schätze da immer sehr, dass sie Unterstützung auf Fähne. Das ist für mich auch etwas Schönes und dann drücke ich immer noch ein bisschen mehr aufs Gas. Also der Armin und ich haben uns kennengelernt. Wir sind ziemlich schon im Kindergarten. Nachher die ganze Schulzeit haben wir miteinander verbracht und bis jetzt immer Kollegen geblieben. Genau, und den Gurdin habe ich in der Zimmermannslehre kennengelernt. Er lernt auch Zimmermann. Und er ist auch noch mein Cousin. Und so haben wir auch so ein bisschen Kontakt gehabt. Und dann haben wir auch so ein bisschen zu ihm gefunden und dann haben wir uns so dann zusammengeschlossen.
ist ein ganz super Gefühl. Da passt, harmoniert immer. Ich kann auch den anderen mal sagen, wenn einer mal den Fehler gespielt hat, du eben, merkst es oder hörst es selber oder so, mit immer der Applaus. Macht Freude, miteinander musizieren. Durch sein Götti hat Adrian die Leidenschaft für das Einachsenrennen vor etwa 3 Jahren für sich entdeckt. Und wie auch bei der Musik steht da die Freude an der Sache an oberster Stelle. Also der Start vom Einachsenfahren, der ist immer jedes Mal wieder etwas Spezielles. Da gehst du in den Start, dann fängt es da langsam an kribbeln. Da dann an ihn kommt und dann weißt du nur noch, hast du nur noch etwas im Kopf. Ein Tunnel und dann gibt es nur noch Vollgas und möglichst schnell wieder am Ziel sein. Gut gemacht, Eddie. Prost wieder! Prost! Prost. Eddie, zum Wohle! Mit einer Gesamtzeit von 2:08 ist das sicher. Das war super. Der Adrenalin-Spiegel voll oben. Das war ein super Lauf. Lärm, Dreck, Spass, Geschwindigkeit, das ist das Größte. Thank you.
Mit dem Armin Stadelmann, Gudin Mach und dem Adrian Granweer. Erinnerungen an Zirkus Renz, ein Paradestock, den ihr hier gespielt habt. Mit dem haben auch die Jury am Folklore-Nachwuchswettbewerb begeistert. Habt ihr da so wirklich eine Strategie gehabt, ein super Stückchen spielen und dann den Pokal, den Bergkristall mit teilnehmen als Sieger? Nein, gar nichts. Wir sind daher, um uns ein bisschen einschätzen zu lassen, um zu schauen, wo stimmen wir so als Musik. Und haben dann überraschenderweise den Wettbewerb noch gewonnen. Ja. Es hat euch ja in dieser Besetzung hier noch gerne das lang gegeben, stimmt das, Armin? Genau, das ist es so. Also ich und der Adrian, wir spielen schon länger zusammen. Wir spielen schon etwa 8 Jahre zusammen. Aber der Gurdin ist hier erst seit etwa 4 Monaten dazugekommen. Wie viel Auftritt war der Wettbewerb? Kleinere Auftritte haben wir wahrscheinlich schon gehabt. Das wäre etwa der dritte oder vierte. So. Wie ist es so, wenn man die anderen Talente aus der ganzen Schweiz gesehen, die Musik machen, die jodeln, hat auch ein bisschen Inspiration für euch? Ja, auf jeden Fall. Da hat auch ganz mega viele coole neue Freundschaften und neue Begegnungen gegeben. Das war richtig spannend und inspirieren lassen wir uns auf jeden Fall auch von anderen Musikern. Bei dir haben wir schon ein bisschen gesehen, was du für eine Leidenschaft neben der Musik hast, Gudin. Alle drei hier sind 20. Was habt ihr zwei noch so für Leidenschaften, wenn ihr nicht gerade Musiker sind? Ja, unsere grosse Leidenschaft ist das Zimmern. Wir sind beide gerade fit geworden mit der Lee als Zimmermann und betreiben auch in unserer Freizeit noch etwas betreiben. Also herzliche Gratulation zum Lehrabschluss. Wir haben vorher bei den Black Mountain Hörner gehört, was die für Ziele haben, wie es bei ihnen mit der Ausbildung weitergeht, was musikalisch noch erreichen wollen. Gibt es da bei euch als Hüttenhöckl auch noch so ein Ziel, das ihr nach den Erfolgen, die ihr jetzt in der Feier noch erreichen wollt? Wir wollen einfach immer Freude haben an der Musik. Das ist das Wichtigste. Das sind unsere Ziele. Ich wünsche auch euch noch viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir euch nachher dann mit einem ganz speziellen Instrument nochmals hören. Und ich freue mich auch, wenn es einen Haufen Anmeldungen gibt für den nächsten Folklore-Nachwuchswettbewerb. Am 4. November ist es nämlich wieder soweit, dann zu Grenken im Kanton Solothurn. Und man kann sich noch anmelden in den 3 Kategorien Jodel, Instrumental und Alphorn bis am 23. September. Und vielleicht wären ja die Jungen mit Vorurteilen konfrontiert, sind darum noch etwas scheu. Aber das ist kein Problem, so wie die 16-jährige Gewinnerin in der Kategorie Jodel zeigt. Jenny Emmenegger. Also das stimmt nicht, wenn man jodelt, dass man schlecht im Singen ist. Ich kenne jetzt niemanden Besonderes, aber das heisst nicht, dass jemand schlecht ist, nur weil er jodelt. Das stimmt nicht, dass Jodeln nur alte Leute interessiert. Es interessiert auch junge Leute, weil sonst würden die auch nicht jodeln kommen, denke ich, wie ich. Manchmal denke ich mir schon, es sind mehr junge als alte Leute. Also das stimmt nicht, dass man sagt, wer jodelt, hat keinen Musikgeschmack. Ich höre auch gerne anderes Zeug, nicht nur jodeln. Zum Beispiel so Englisch, Popmusik, halt das, was auch im Radio kommt. Ja. Ich habe vieles gern. Nein, das stimmt nicht. Wenn wir amigs jodeln, haben wir amigs Edelweiss-Hemli an oder ein Edelweiss-Schiele, Hose mit Löcher. Kann ich gern. Hast du gehört, wie es deinen Ärgelet im Hütlein abirflue? Das sind die jungen Kieher, sie uitzit eins dazu. Jetzt rief der Hans durchs Feister, komm suchen um geschwind. Auf dich und mir nur gewartet, du herziges Berglerkind. Ja, lo, 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 ja, lo, 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 ja, na, na,
man sieht, wie jetzt dem Berglerkind sein Herz noch fester schlägt. Es möcht ja doch in die Höhe bis auf den Grat. Es schaut am Hans in die Augen und tut den tiefen Schnuif und sagt in Gottes Name, so komm und tu mir ruif. Ja, lu, 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 ja. Was kommt echt euch das Mädchen ach, entdenken, was ihr wähnt, dass es fast jeden Sonntag durch die Berge geht. Es juizet von der Höhe, dass einem im Herzen freut. Und juizet nimm allein ist in die Erde schön saubzweit. Ja, lu, 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 ja. Jenny Emmenecker, ein Berglerkind von Adolf Stähli, haben wir gehört. Und ich staune jedes Mal schon hier am Wettbewerb. Und jetzt wieder, du stehst vorne her, ohne Instrument, ohne Chörli, einfach ein Haufen Leute, die den Daumen drücken. Und dann singst du solo, muss BLE von den Leuten. Von wo hast du den Mut, um so vor den Leuten herzustehen und dann so schön singen? Ehrlich gesagt, ich weiss es gar nicht. Es ist einfach seit dem ersten Tag drin und ja, es sollte weiter so bleiben, finde ich. Du hast mir vorher erzählt, dass du jetzt gerade neu mit der Ausbildung angefangen hast. Wer willst du mal werden oder woher führt es? Also das Ziel wäre Dentalhygienikerin, also richtig Zahnärztin. Und ja, mal schauen, was die Zukunft so sagt. Und auch die hören wir nachher nochmal. Du hast ein grosses Vorbild mitgebracht. Kannst du uns da noch etwas dazu verraten? Ja, kann ich. Ich habe Monika Frank mitgebracht. Sie hockt hinten. ja, und ich freue mich tatsächlich, dass dieser Wunsch jetzt einmal in Erfüllung gehen konnte und dass wir dann zusammen hier juizen können. Ja. Wieso denn dieser Wunsch? Was bedeutet sie dir? Oder wieso hast du genau sie gewünscht? Weil sie mein Jodelvorbild war, seit ich klein bin eigentlich, ja. Dann bin ich schon richtig gespannt. Auch dir gratuliere zuerst mal zum Folklore-Nachwuchs und danke vielmals, dass du nachher nochmal singst. Zuerst jetzt aber das Instrument, das ich vorher schon ein bisschen angetönt habe. Ganz eine spezielle musikalische Flaschenpost, die uns die Hüttenhöckler jetzt präsentieren. Thank you.
Merci vielmals, der Jenny Emmenegger und ihrem grossen Vorbild Monika Frank für den wunderschönen Juiz, den breiten Felder. Ich bin richtig gespannt, was für Talent wir dann am 4. November am nächsten Folklore-Nachwuchswettbewerb entdecken. Ich erinnere gerne nochmal daran, man kann sich allen anmelden. Nützt die Gelegenheit. Wir sehen uns dann in einer Woche schon wieder nicht bei Paz Musik, sondern bei Bella Musica vom Eidgenössischen Volksmusikfest zu Bellinzona. Eine Live-Sendung. Wir lassen schon nach der 6. los in allen 4 Landessprachen. Es lohnt sich also zum Einschalten. Und jetzt gehen wir nicht ins Tessin, sondern nochmal raus vor das Eckli. Und da hören wir die Black Mountain Hörner nochmal, die uns vor den Appenzeller Mountains spielen. Schönen Abend miteinander.